Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona 4 Golden. Beim letzten Mal hatten wir einen sehr, sehr spannenden Skiausflug voller unterhaltsamer Szenen, die dann irgendwann dazu geführt haben, dass wir in einem anderen Fernseher gelandet sind, und zwar in dem kleinen hässlichen hier. Und jetzt sind wir im Hollow Forest, dem Dungeon von Marie. Also dem exklusiven Golden Dungeon somit. Be careful, Senpai, I'm getting some bad vibes from here. Ja, das glaube ich dir. Ich habe schon mal eine Party, wie man sieht, zusammengestellt mit einer Standardparty. Ja, bei Personas habe ich jetzt nicht so viel gemacht, aber ich habe zumindest darauf geachtet, dass ich jetzt, glaube ich, alle Elemente mal dabei habe im Gegensatz zum letzten Mal. Und damit bin ich, glaube ich, relativ gut vorbereitet. Schwierigkeitsgrad ist wieder komplett auf normal erstmal. You can hear a voice from somewhere. Where am I going, you ask? Don't ask stupid questions. I don't need a map. I throw away my compass, my heart will show me the way. I walk by myself. I am not lonely, you ask? Yeah, right, I scorn the company of my own shadow. Why don't you try and hold me down? I will die magnificently in front of you. No one can break my wings. I don't need anything. I just walk by myself. Okay. Okay, stop being so edgy, please. That was Marie-chan's voice. Hey. No way. Senpai, look. All your items are gone. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen. Das hängt wohl damit zusammen, was sie gerade gesagt hat. Das ist interessant, das erinnert mich ein bisschen gerade, also ich weiß nicht, wie es auf den Kommentaren so wird, aber spontan erinnert es mich ein bisschen an, ja, den Tempel in Fassad aus Nier, wenn ihr das ganz zufällig kennt. Ist ein gutes Spiel übrigens, Nier ist ein großartiges Spiel. Ja, da gibt's auch einen Dungeon, der sowas ähnliches macht irgendwie. This place is being affected by Marie-chan's denial. Senpai, be careful. This place is definitely strange. I can't put my finger on it, but I've been having a bad feeling ever since we got here. Ja, das glaube ich dir. Ich habe auch immer noch ein schlechtes Gefühl, was den ganzen Dungeon angeht. Ja, designtechnisch? Ich meine, ich finde die komischen Gesichter im Hintergrund ganz cool. Oh, hier sehen wir Sachen. Sachen, Tische und so. Aber so an sich ist es halt einfach sehr viel Nebel. Ah ja, wahrscheinlich auch absichtlich sehr viel Nebel. Ich meine, das ergibt irgendwie Sinn in dem Zusammenhang. Wir haben ja schon mal von diesem Ort hier gehört. Im Zusammenhang mit dem Bossmonster, was damals den Nebel hervorgerufen hat. Von dem Hollow Forest. Wait, that's not what I meant. There are shadows. I can feel them, but I don't see them. Sind sie unsichtbar? Aber gut, ich gehe wohl hier durch jetzt. Ja. Wir gehen durch. Wird schon. Oh, ja. Unsichtbare Schatten. Die sind gar nicht unsichtbar. Betrug. Aber gut zu wissen. Dunkelheit ab. Ich glaube ich nicht, aber Naoto sollte. Hat doch. Ach nee, warte mal, das ist ja Dunkelheit. Ich bin doch gerade Naoto. Das ist. Ja, manchmal merke ich das nicht. Ich gehe mal davon aus, dass ich mit mir anfange, mit den Protagonisten. So, sehr schön. Dann geht das nämlich doch, wenn man alle Sachen dabei hat, alle Elemente. So und. Oh, Risei lernt bald Certain Escape. Dann kann ich wahrscheinlich immer direkt flüchten, oder? Würde ich jetzt sagen, dass es das bedeutet? Das wäre sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. I get it now. The shadows can attack when you cut the rope here. Senpai, stay alert. Okay, das heißt, mich greifen immer Schatten an, wenn ich solche komischen Seile sehe. Everyone's spirit is really depleted. Was? Why? Why are you so exhausted? Warum? Ich habe nur gerade erst angefangen. Schlimmste ist, wir haben ja nur einen Tag hier für Zeit. Kann ich irgendwie meine SP wieder aufhören? Ich meine, klar, beim Fuchs, aber ich habe den ja nicht geupgradet, also. Kostet das viel Geld und ich meine, so viel Geld Ach ja, wir haben jetzt gar kein Geld gerade, Ja, ich weiß aber auch nicht, wie viel Geld wir sonst hätten, wenn ich nicht gerade drin wäre. Auf jeden Fall nicht so viel. Lightning Bell, cool. Jetzt kommen wahrscheinlich noch mehr Gegner. Richtig. So funktioniert das also. Ja, meinetwegen. Okay, sure. Aber auf jeden Fall ein paar schöne neue Farben. Dann ist ja auch gut, dass ich hier wieder anfangen kann mit dem Auto. Okay, sind noch alle dagegen anfällig. Vielleicht sind noch einfach alle Gegner in diesem Dungeon gegen Dunkelheit anfällig. Das wäre jetzt ein bisschen blöd für ein Auto, aber hey. Okay, immerhin füllt ein Auto immer wieder ein bisschen SP auf mit jeder Runde. Das hat sie ja als Skill irgendwie. Ich weiß nicht mehr, in welchem Rahmen genau, aber irgendwie passiert das da. Genau. You regain spirit during battle. Tue ich das? If you can use that to stay ahead in the battles to come. Okay, das heißt, ich sollte die Kämpfe nicht sofort beenden? Okay. Gut, weil das habe ich halt bisher immer getan, ne? Natürlich. Direkt mit dem ersten Angriff jetzt die Kämpfe beendet. Und dadurch halt nur das mitgenommen, was ich an SP verliere. Ha,
Gut. Was habe ich gerade bekommen? Ich habe nicht aufgepasst. Ich habe irgendein Accessoire, glaube ich, bekommen. Ich sollte jetzt mal gucken, was es tut. Recovers 12 SP on each of the wearer's turns. Okay. I see. Ja, das nehme ich erstmal. Und dann schauen wir weiter gleich. Okay, da ist jemand gespawnt diesmal. Oh, das wird ja ein sehr, sehr interessanter Dungeon. Oh Gott. Aber hey, immerhin hat man sich was Kreatives einfallen lassen. Also ich sollte mich nicht beschweren, ne? Nehme ich auch mit einfach. Okay, ein weiterer Kampf. Dann warten wir diesmal und gucken, ob das bei allen funktioniert oder jetzt nur bei mir. Oder ob das bei mir jetzt so ein Bonus oben drauf ist. Oh, und du flüchtest. Ja, das kannst du gerne tun. Ja, du bekommst 15, das weiß ich. Du kannst einfach mal verteidigen jetzt gerade. Hört auf, Leute. Ja, und der flüchtet auch einfach. Was soll der Scheiß? Wie ungerecht ist das? Okay, wir bekommen 8 SP pro Runde. Sowieso. Genau, dann hat sie 7 SP pro Runde bekommt sie. Oh, das war richtig ekelhaft. Sorry, aber das ist richtig, richtig ekelhaft. Ich meine, ja, wir verteidigen einfach gerade mal. Wir warten ein bisschen. Weil ich will schon wieder ein bisschen SP mitnehmen gerade. Es wird sonst auf Dauer wirklich nicht leichter hier. Warte, bekomme ich nur 12 oder wie viel bekomme ich? Ich muss mal gleich drauf achten. Es kann ja nicht sein, dass ich nur 12 bekomme. Ich habe ja noch extra Accessoire, was mir 12 gibt. Hä, hey, warum bekomme ich denn nur 12? Warum bekomme ich denn nicht 12 plus 8, also 20? Ja, Mathe kann ich gut, ne? Oh Gott. Ich denke mal, so wie ich das bisher sehe. Okay, ja, unser Angriff steigt, das ist in Ordnung. Ja, wir machen das jetzt. Ich meine, das dauert ja viel zu lange sonst. Ich muss halt gucken, dass wir ein paar mehr Accessoires wahrscheinlich finden, die. Ja, die SP wieder auffüllen auch. Aber ich habe das Gefühl, wir halbieren jetzt halt mit jedem Kampf unsere SP. Ist das richtig? Ja, sieht jedenfalls danach aus. You could fight while waiting to recover, but it's pretty tiring if all the battles are gonna be like this. Richtig, sehe ich nämlich genauso, Risei. What can we do? Wir darauf hoffen, dass wir noch irgendwelche anderen Items finden, die uns dabei helfen, die SP wieder herzustellen. Seien es mehr Accessoires oder... Oh Gott, das wird ja echt, echt anstrengend hier. Wind kann ich. Oder kannst du Wind noch? Nee, Wind kannst du gar nicht mehr, tatsächlich. Aber Wind kann ich. Also, das richtige Ich. Genau den meine ich. Ah, nee, das ist ein Auto. Warum verwechsel ich mal ein Auto mit mir? Was ist denn los bei mir? So, wer kann Wind? Du kannst Wind. So. Großartig. Na, noch nicht. Noch ist der Kampf lange nicht zu Ende, wie ich sehe. Ja, nein, noch nicht ganz. Greif einfach an. Okay, das bringt nicht so viel. I see. Eis. Ach, halt, ich vergesse immer, wie bescheuert die ganzen Designs aussehen. Okay, du bist auch gegen Eisanbrech tatsächlich, okay. Ja, dann. Wusste ich. Habe ich gerochen. Mit der riesigen Nase von Teddys Persona. Und Teddy kann ja auch gut riechen. Ja. Also passt das alles schon zusammen irgendwie. Natürlich kann ich hier SP recovern lassen. Klar. Bekomme ich auch neue Gegner? Natürlich bekomme ich. Neue Gegner. Ja, neue Personas sind ja auch quasi Gegner. Ja, okay, hier nicht. In Persona 5 halt. Ich will Erfahrungspunkte. Ich will stark leveln. Ja. Why don't you make sure to use the items you get from treasure chests and beating shadow? Ist das denn ernst? Also, ja, ich weiß, aber ich habe doch sonst nichts also, oder? Lightning Bell. Das hilft mir doch gar nicht. Was willst du denn von mir? Ja, ich habe mal Accessoire bekommen, aber das habe ich auch schon benutzt. Du Genie. Wie, da kommt jetzt noch ein Gegner. Nein, okay. Und die Truhe nehme ich noch mitnehmen, gerne. Sacred Branch. Was macht Sacred Branch? Ich glaube eher, dass es irgendwie, ja, wahrscheinlich Lichtschaden macht. Ach, Escape from the Dungeon. Okay, ist das nicht dasselbe wie GoHM? Was übrigens Go Home heißt. Falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe es auch erst letztens erfahren, dass das heißen soll. GoHM, Go Home. Weil man damit aus dem Dungeon rausgeht und so. Voll clever, ich weiß. You are a murderer. By your silent smile, by your composed voice. By your dark eyes, by your bashful fingers, I am slain. I am a corpse. Foolish, wretched, happy. Surely I'd simply run away. Because you killed me. I can see shadows here. Where are we? What's with this place? Sind unsere Items wieder da? Nein, immer noch nicht, okay.
Aber gut, immerhin sehen wir wieder Schatten. Das ist nett oder so, vielleicht. Okay, ich verstehe, warum alle immer 8 SP bekommen und warum ich nicht 20 SP bekomme. Und so haben alle automatisch einfach ein Accessoire namens Paddingstone ausgerüstet bekommen, was uns 8 SP pro Runde gibt, jeweils. Ich habe aber gerade noch was anderes hier gefunden. Und zwar Painstone. 10 SP. Ja, dann nimmt das jetzt einfach Naoto. Gut, das sind also kleine Upgrades quasi dann obendrauf, die wir bekommen, wenn wir sie halt finden. Nett. Ja, schon nett. So, das war eine weitere Etage. Es ist nicht viel passiert auf dieser Etage, sonst hätte ich es euch gezeigt, keine Sorge. Aber okay, vielleicht sollte ich dann wirklich alle Truhen mitnehmen, ne? Oh Gott, ja, jetzt habe ich da die Truhen liegen lassen, weil ich dachte, ja, Truhen sind nicht so wichtig. Aber wenn da jetzt immer, also zumindest teilweise auch nur solche SPs was drin sein könnten, die ich ja wirklich brauche gerade, dann... For morning, so I can't see you, spicy mint tea. For brunch, a marmalade muffin. A touch of bitter fits my mood. A sigh is stardust, it's like our own Milky Way. I can't catch up to your distant back. Look, twilight creeps up on us. The distance to you is like an eternal night. An eternal pre-dawn. Boah, ich habe noch nie jemanden so dramatisch über Marmeladenbrot reden hören, aber gut. What is all this stuff Marie-chan saying? What does it mean? It may be her pearl poems. Ja, ich weiß es aber auch nicht, ist richtig. Maybe it's because of this place, but I feel that these words have some deeper meaning. Ich weiß nicht, das ist irgendwie der Sinn von Gedichten, glaube ich normalerweise, aber... Naja. Vielleicht ist sie auch einfach nur ein bisschen edgy. I don't know. Oh, cool. Wer seid ihr denn? Ihr seht ja höflich aus. Oh, seid ihr stark? Das ist cool. Das freut mich sehr. Die Frage ist, wogegen seid ihr schwach? Und nicht etwa gegen Wind oder nein, das wäre mehr gesagt worden gerade. Na gut, egal, ich passe trotzdem. Macht ja trotzdem Schaden, wie man sieht. Also sind einfach vielleicht nicht so stark, die Gegner. In dem Fall nochmal Bleit drauf. Vielleicht sollte ich mich einfach auf physische Angriffe ab jetzt... Oh, das hat nichts mehr gebracht. Aber vielleicht sollte ich mich außer bei diesen Gegnern auf physische Angriffe konzentrieren, weil die keine SP kosten. Das wäre eine Idee, eine grundlegende Idee, die ich so hätte. Ich weiß ja nicht. Halt die Fresse, Teddy. So, Griefstone nochmal bekommen. Das war der 12 SP halt, oder? Okay, man bekommt die Sachen also auch gedroppt. Das macht es dann nochmal angenehmer auf jeden Fall. Du hast Parting Stone noch. Genau, 12 SP. Warte mal, ich habe so viele davon, warte mal. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, tut mir leid. Das ist ja dann ein bisschen blöd von mir, dass ich die nicht alle ausrüste. Das habe ich nicht so betrachtet. Muss ich jetzt ehrlich zugeben. So, jetzt haben wir schon alle 12 SP pro Runde. Das ist doch ein Fortschritt, auf jeden Fall. Ein Fortschritt in eine gewisse Richtung. Oh, eigentlich will ich gar keine Kämpfe machen, wenn es mir so viele SP kostet. Ich renne vorbei. Also nicht, dass ich sonst immer alle Kämpfe mitnehme, aber... Jetzt gerade ist es irgendwie besonders deprimierend. Ja, ich kann gute Drops auch bekommen, die irgendwie wichtig wären vielleicht. Also das war's halt, wie man sieht. Lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt hier lang. Ich weiß gar nicht, warum ich das weggemacht habe. Ich meine, immerhin spawnen hier keine Gegner mehr. Oh, das ist auch schon die nächste Treppe. Ja, ich gehe einfach hoch. Wir gehen einfach weiter hoch. Soll mir recht sein. Ich meine, beim Bosskampf macht es dann eh mir nichts mehr aus. Das ist das, worüber ich mir gerade die meisten Gedanken mache, weil da kann ich vorher einfach noch mir einen Kampf nehmen, wo ich die ganze Zeit einfach nur verteidige. Während nur ein Gegner da ist, der dann nicht so viel Schaden machen wird. Und dann sind meine SP voll, dann gehe ich in den Bosskampf rein und da wird dann eh, denke ich, nichts passieren. Außer der Bosskampf war auch irgendeine Fähigkeit, die mir SP klauen kann. Oh, das wäre natürlich ekelhaft. How long you gonna wear that ugly mask? You know you ain't got the guts for this task. Cover yourself with paint, you're acting like you ain't afraid of what you got in store for your fate. Boah, krass. You think you got me? Well, that's too bad, cause I ain't stupid enough to get had. So drop some pathetic act, I wanna dance and that's a fact. I am a clown. No, you're not the clown. You're the entire circus. So, Ri-chan created this place, right? Look over there, there's your Jeunesse sign, isn't it? I see other stuff from the shopping district here and there. What does this all mean? Das sind ihre Erinnerungen. Natürlich sind sie das. Aber es ist auch immer wieder dasselbe irgendwie. Es ist immer nur Jeunesse irgendwie. Also ich habe zumindest noch nie irgendwas anderes aktiv wahrgenommen. Oder sind das auch andere Sachen? Na gut, das ist doch was anderes. Aber Jeunesse ist schon ziemlich häufig hier an den Ecken immer. Wo ist das? Eine besondere Etage? Der Aufbau wirkt gerade besonders ein bisschen. I feel something. Looks like you can be attacked by shadows. Ja, okay, cool. Nee, ich entscheide mich gleich. Achso, das sind nur die zwei Möglichkeiten, die wir gerade haben.
Ich sehe auch gar nicht unten links, auf welcher Etage ich bin, also das ist auch ein bisschen beunruhigend auf jeden Fall. Na gut, schauen wir mal. Gegner. Oh, cool. Wieder die Ritter. Ah, das habe ich. Das habe ich auch tatsächlich. Wie gesagt, ich habe alles dabei. Zum Glück. Hau einfach mal drauf und vielleicht auf die Hand. Dann schon mal nicht resistent gegen physische Angriffe. Oh, aber ihr könnt Verteidigung senken. Das ist natürlich auch angenehm. Nein. Nein, kann ich nicht. Danke. Wir schauen einfach mal, dass wir... Stimmt, das hat jetzt Severe Fire Damage für alle. Schauen wir mal. Ist da jemand gegen anfällig oder ist das ein kritischer Treffer? Gibt's was überhaupt? Oh nee, es wurde angezeigt, weil es ein starker Angriff ist wohl. Gut, dann kann ich jetzt auch einfach so draufhauen, denke ich. Auch wenn sie dagegen resistent sind. Das soll mir reichen. Bam. So interessant ist, diese Ritter einfach nur debuffen anscheinend und nicht wirklich angreifen, also zumindest nicht sonderlich viel. Sieht eigentlich nicht aus, als wäre das deren Job, aber gut. Keine Erfahrungspunkte und dafür 3 mehr Turns. Ja, nehme ich doch. Das nehme ich doch glatt. Geld nehme ich auch. Weil ich habe kein Geld jetzt mehr. Avoid Encounters nehme ich auch. Oh, wenn das funktioniert. Wenn das auf dieser Etage auch funktioniert, dass ich ja keinen Encounter bei den ganzen komischen Seilen bekomme. Das wäre großartig. Das wäre sehr, sehr angenehm. Painstone, ja, Painstone brauche ich nicht. Nee, also das ist mir schon ein bisschen, das ist ein bisschen unter meinem Niveau. Ich habe doch schon Griefstones, 4 Stück. Was soll ich denn damit jetzt? Mal schauen, wann ich was Krasseres als das bekomme, weil Griefstone habe ich eben direkt am Anfang bekommen und dann, ja, seitdem nichts Besseres mehr. Also, komisch ein bisschen. So, geht's da das in der Truhe? Nein, nein, anscheinend nicht. Oder vielleicht doch. Ich weiß es eigentlich nicht so genau. Okay, da geht's im Kreis, das will ich nicht unbedingt. Aber hier geht's auf jeden Fall schon nur zu einer Truhe. Okay, das funktioniert leider nicht. Okay, wehe, das hat sich nicht wenigstens gelohnt. Das ist schon mal eine goldene Truhe, das ist ein gutes Zeichen. Okay, das ist ein Ausrüstungsstück. Was macht dieses Ausrüstungsstück? Oh, wir haben auch neue Rüstung, das hätte ich bekommen. Wow. Ja, resistent gegen Feuer. Red cloth that shimmers like a flame. Uses his armor, but resists fire attacks. Ja gut, cool, die sind alle, ja... nutzlos als Rüstung. Sehr interessant. Das ist sehr, sehr interessant. Da muss ich mir auch gar keine Gedanken darüber machen, dass ich... Wow, ja, jetzt wo ich drüber nachdenke, es ergibt total viel Sinn, dass ich keine Ausrüstung verkaufen konnte und Items und so. Dass ich dafür keine Zeit mehr bekommen habe, habe ich mich ja beim letzten Mal drüber aufgeregt. Aber... hätte mir wohl eh nichts gebracht. Hätte mich dann nur noch weiter abgefuckt hinterher. Was soll ich machen? Ach ja, genau. Ich habe gerade einen Skill freigeschaltet. Ich bin mir nicht sicher, ob das der erste ist, der ich denke. Ja. Schön. Noch mehr SP pro Runde mit dir jetzt. Das ist großartig, auf jeden Fall. Muss ich halt auch dich nutzen, aber werde ich dann wohl wahrscheinlich irgendwie tun. Die Etage ist ziemlich unübersichtlich. Bullshit, die ist ziemlich riesig vor allem. Wow. Und überall diese doofen Seile. Ich will nicht die ganzen Seile durchschneiden müssen. Die machen mir jedes Mal Angst. Ich denke immer so, oh, bitte kein Kampf, bitte kein Kampf, bitte kein Kampf. Okay, bitte kein Kampf. Es war kein Kampf. Danke. Griefstone, ich habe Griefstones, 4 Stück. Sogar vielleicht mehr als das mittlerweile. Der Punkt ist, ich will was anderes als das haben. Gib mir andere coole Accessoires. Da will ich nicht lang gehen. Ich wünsche, ich könnte sprinten. Wie bei Persona 5. Das wäre sehr angenehm gerade. Um einfach mal um die Seile herumzulaufen, wenn es denn schon möglich ist. Ich glaube, ich denke, ich will weiter in den Norden gehen erstmal. Okay, ich meine, es kommen gerade keine Kämpfe, aber es sind doch sehr, sehr viele Seile. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten für Kämpfe. Das ist ein Kampf. So, und eine weitere Etage geschafft. So, da ist die Treppe. Ich habe sie gerade gar nicht gesehen, also die Treppe in großen Anführungszeichen. Was man dazu sagen muss, was ein bisschen erleichternd ist, ist, dass die Gegner hier tatsächlich nicht sonderlich gefährlich sind. Sie sind nervtötend, teilweise klauen sie meine SP. Ich habe allgemein Probleme mit SP, überall, die ganze Zeit. Aber Schaden machen sie halt irgendwie nicht, von daher, ja, gut, soll mir recht sein erstmal. The hated, cold things, living a lie. People wearing a mask of deceit. That is me. And that is you. The liked. Warm things. Living a straightforward life. Kind people who engulf everything. That is you. Senpai, are you alright? It looks like we still have a ways to go. Don't let your guard down. Ich meine, wie soll ich nicht alright sein? Wenn meine SP alle sind? Hahaha. Meine SP sind die ganze Zeit alle. Also geht's mir die ganze Zeit nicht gut. Also, danach können wir uns gerade nicht richten irgendwie.
Ich weiß nicht, warum ich das Ganze mit Feuer bekomme. Gibt es hier so viele Gegner, die Feuerschaden machen? Das ist mir gar nicht aufgefallen, wenn dann... Aber gut, ich glaube, du bist gegen Feuer wahrscheinlich anfällig, ne? Nicht da. Da. Da kannst du haben. Habe ich davon noch eins, oder? Ist das das, was du gerade ausgerüstet hast? Jetzt bin ich verwirrt. Okay, nein, habe ich nicht. Na gut, na gut, na gut, gehen wir weiter. Also ich muss sagen, die Etagen, wo die Gegner in den Seilen drin sind, pissen mich einfach noch mehr an als die normalen Etagen. Deutlich mehr. Einfach weil ich nirgendwo lang gehen will. So kann ich ja immer noch an den Gegnern vorbeirennen, ne? Aber da kann ich absolut nicht einschätzen, wann ich einen Kampf bekomme und wann nicht. Bin aber ganz froh, dass es das zumindest nicht beides gleichzeitig gibt. Also dass es keine normalen Gegner auf einer Etage gibt, wo es auch noch die Seilkämpfe gibt. Die Seilkämpfe, so nenne ich sie jetzt. Ja, die Seilkämpfe. Na gut. Revival Beach nehme ich auch gerne mit. Hab ja keine Items dabei. Tatsächlich habe ich mich leider nicht ausreichend noch vorbereitet auf diesen Dungeon hier, ne? Hahaha. Sehr, sehr witzig, Toaster. The fallen angel is chained down. Her wings torn off, eroded by prejudice. Her last breaths full of black despair. Do you know her name? Will she eventually return to nothing, forced into the realm of oblivion? No, her requiem will become a roar and tear away the mask of hypocrisy. You should know her name, she who closes her eyes and dozes off into a dream. Hey, Senpai, you said that Marie-chan found the memories that she'd forgotten, right? So then, this place is her memory? Ich weiß nicht, ob das ihre Erinnerungen sind. Ich meine, hier ist auf jeden Fall viel von Jeunesse und so. Also das sind auf jeden Fall Teile ihrer Erinnerungen, aber nicht alles, glaube ich. That's sad, but I can't explain how. It's just sad. Ich meine, das würde ja bedeuten, dass sie nicht sonderlich viele Erinnerungen hat, ha? Huh? Dass sie vielleicht gerade erst erschaffen wurde und deswegen auch gar kein ursprüngliches Leben hatte. Aber weiß nicht, ob das so simpel ist. Naja, gut. Meinetwegen. Uiuiui, wieder so einen lustigen Drehpanzer. Okay, gegen Feuer resistent, das kriege ich hin. Wogegen wart ihr anfällig? Weiß ich das schon? Ach, gegen Blitz, stimmt. Ja, bei dir weiß ich nichts, ne? Also außer... Ach, du bist anscheinend schwach gegen Wind, woher weiß ich das? Na gut. Dann werde ich jetzt einfach... Warte mal, kann ich Heatrise auch auf andere... Ja, kann ich hier nehmen. Ich meine, ist es nötig? Nein, aber... Will ich das hier unnötig in Länge ziehen? Nein. Also, nein, wirklich nicht. Das Ding ist, ich habe halt... Bin der Einzige, der Blitz und Wind hat. Also muss ich beides gleich davon machen. Das sieht Eis aus. Hat auch schon mal Schaden, glaube ich. Ja, sind zumindest nicht resistent gegen. Und ganz ehrlich, ich kann doch ruhig mit SP um mich werfen, weil ich werde sie eh alle verlieren. Also, es ist irgendwie relativ irrelevant. Relativ, nicht komplett, aber auch relativ. So. Fangen wir mit Wind an. Und schauen wir mal, vielleicht sind die anderen ja auch zufällig dagegen anfällig oder so. Nö, aber es hat gut Schaden gemacht. Oh, will ich dann jetzt wirklich noch Blitz nutzen oder will ich es einfach jetzt zu Ende gehen lassen? Ich glaube, ich will es einfach zu Ende gehen lassen. Aber dagegen ist halt resistent. Ja, dann greift doch bitte die anderen an. Ah, verdammt. Goddammit. Das ist nicht, was ich wollte. Es lief alles nicht so wie geplant. Ich wollte die Hände hier angreifen. Du auch bitte. Ich will, dass die Hände weg sind. Eigentlich nur. Yukiko-senpai? Boy, it looks good kill. Wow, was sollte das denn jetzt? ja, ich warte auf irgendeinen elementaren Angriff, den ich nutzen kann. Bitte, danke, wird reflektiert. Trifft leider auch nicht. Na gut, hier, Bufo, dein nutz es halt, wenn du denn unbedingt willst. So, schön, soll mir recht sein. Mann, oh Mann. So, ich hab Sweep-Bonus. Ich nehme... Oh, ich kann zwei Karten verlieren, wenn ich will. Ja, das ist interessant. Dann nehme ich euch zuerst, dann verliere ich euch. Aber das... Oh, lose dealt card. Oh ja, das hätte ich besser lesen sollen. Ich habe mir schon vorgekommen, dass da verschiedene Karten sind. Ja, gut. Was auch immer. Kann das es wahrbekommen. Aber du lernst irgendwas. Du lernst Mahamaon. Habe ich das als AOE? Nee, ne? Nee, ich habe nur Mamudon. Dann werfe ich das raus, glaube ich. Ja, machen wir das halt einfach so. Ich meine, wir hier sind gerade eh alle nur gegen Dunkelheit anfällig, aber hey, so für die Zukunft. Mabufudain. Nehme ich auch gerne.
Wo hab ich das denn? Da, Mabufla. So. Langsam haben wir die besten Skills hier, was Schaden einfach angeht. Vor allem Yugiko. Die hat natürlich jetzt den Severe Fire Damage. Ich weiß gar nicht, ob das die anderen überhaupt noch lernen dann, ne? Weil das war wirklich explizit bei ihrem Third Awakening drin. Ich denke nicht, dass die anderen das unbedingt einfach so lernen. Weiß ich nicht. Dann ist es vielleicht was ganz Besonderes nur für sie, dass sie wirklich viel Magieschaden machen kann. Das ist das Ding, ich glaube, ich habe bei ihr halt, bin bei ihr halt voll auf Heilung gegangen und habe deswegen auch Sachen rausgeworfen, die dafür sorgen, dass sie mehr Feuerschaden macht, ne? Also, zumindest soweit ich mich gerade erinnere. Suche ich einmal hier hin. Darf ich die Truhe öffnen? Du stehst direkt hinter mir, ne? Gut, dann kämpfe ich halt gegen dich, wenn es sein muss. Ach, ja, boah, habt ihr eine krasse Ausrüstung hier? Da hat wohl jemand ein bisschen Budget reingesteckt, ha? Ich sehe schon. Dass euch das jetzt mal gegönnt wurde hier. Ich hab grad nicht aufgepasst, hast du irgendwas gesagt? Oh, gegen Feuer. Okay, ja, Feuer hat Yugiko natürlich. Okay, das wird zurückgeworfen, das ist gut zu wissen. Oh, dich habe ich gar nicht gesehen, du kleine Hand. Da hat dich natürlich angegriffen gerade. Oh Mann, lass doch Yugiko in Ruhe. Danke. Du darfst dann gerne die Hand angreifen. Was? Die reflektiert auch? Warum reflektiert die denn plötzlich? Was soll der Mist denn? Ich würde gerne Burning Petals nochmal nutzen hier. Bam. Ja, okay, hat nicht so viel Schaden gemacht, wie ich irgendwie erwartet hätte. Warte, was ist denn mit dir jetzt los? Ne, okay, das war ein Zufall, glaube ich, dass der es reflektiert hat. Aber ja, hat wirklich nicht so viel gemacht, wie ich dachte. Ich hätte halt die All-Out-Attack jetzt nutzen müssen, aber da kam ich nicht mehr zu, weil die Hand nicht, ja, umgenockt wurde. Okay, einmal kann ich aber noch Burning Petals nutzen, ja, und dann sind auch ihre SP endgültig leer. Ja, so kann ich das jetzt gerade betrachten. Wir loggen einfach mal ein bisschen. Bitte früh aufstehen. Ja, Teddy ist gerade wirklich das erste Mal in Gefahr. Also, das erste Mal, dass überhaupt jemand von uns hier in diesem Dungeon in Gefahr ist, was Leben angeht. Uiuiui. Die Frage ist, kann ich gleich noch heilen nach diesem Kampf? Na gut, mit ihm sollte ich noch heilen können. So, jetzt All of Attack, bitte. Die lebt immer noch. Kommt schon. Wie hat Teddy das überlebt? Achso, er hat einfach nur mit einem Leben überlebt. Ja, okay, in Ordnung. Wind. Oh, ich hab nicht aufgepasst. Ich hätte da vorher gucken sollen. Er hat noch irgendwas, was reflektiert oder so. Ach, goddammit. Warte mal, was jetzt? Okay, physisch war auch nicht bei euch. Was habt ihr denn gemacht? Habt ihr irgendein Schild gehabt? Wahrscheinlich schon. Na gut, okay. Hätte ich nicht so drauf hören sollen. Drei Züge. Wir können auf jeden Fall schon mal. Ich nehme auf jeden Fall dich mit. Ist mir egal, die Erfahrungspunkte dann jetzt gerade. Truhe. Ich hätte euch schon gerne beide und dann nehme ich dich und wechsle dich durch und guck mal, was ich bekomme. Ich hoffe, was Gutes. Entschaffel. Okay, Sweet Bonus bekomme ich trotzdem. Da war ich mir jetzt nicht sicher. Aber ich habe drauf gehofft. So, die nehme ich gerne beide mit. Oh, das ist ja, die kenne ich. Das war, war das nicht die Hure? Hieß die so? Also ich meine, in Persona, das war in Persona 5, glaube ich, wo ich, genau, nein, okay, die heißt hier so. Aber okay, ich weiß halt nicht, wie sie auf Deutsch gießen hätte. Aber ich habe in Erinnerung, dass das diese eine Hure war. Die einfach Hure im Namen hatte, was ich sehr, sehr unterhaltsam fand, als ich sie freigeschaltet habe. Achso, ja, ich muss Teddy heilen. Oder er gesagt, Teddy muss sich selbst heilen. Wenn er darf. Na gut, darf er nicht, ne? Aber so nicht so richtig. So gut, ja. Ja, meinetwegen. Nehmen wir so. Ist doch alles in Ordnung, läuft doch alles gut. Wir haben halt keine SP dauerhaft und das fühlt sich die ganze Zeit über Scheiße an. Aber es gibt Schlimmeres im Leben, ne? Es gibt auf jeden Fall Schlimmeres im Leben, als keine SP zu haben. Glaub ich, weiß ich nicht. Release yourself from desire, from impulse. Release yourself. Your heart's voice, your internal scream. In exchange for a lost voice, grab hold of proof of your life. And with that proof in your heart, come with me. Sehr schön, dass du das vorgetragen hast. Mittlerweile hat auch niemand mehr was dazu zu sagen, was du da so von dir gibst. Ist uns mittlerweile einfach zu egal. Was passiert hier? Was habe ich gerade gestartet? Oh nein. Oh Gott. Look, there's somebody over there. Ja, wahrscheinlich Marie? Also ich meine, ich wüsste nicht, wer es sonst sein sollte. Ja, natürlich. Who's there? Schicke Kleidung trägst du. Ui. That voice.
Marie-chan? We've been looking for you. What's with that getup? Something wrong? Stay back. Wir sind hier, um dich mitzunehmen, wenn du willst. Aber ich glaube, du willst nicht irgendwie. That's right, Marie-chan. We're all here to take you back home. Come on, let's go, okay? I have no home. You don't get it. Das ist ein ziemlich sickes Auge. Das hat tatsächlich das Farbschema, was auch viele Gene hier haben, ne? Zum Beispiel diese Vögel und so, die haben auch so ein Farbschema, so in etwa. Ha. Dude, that eye. That's fucking sick. Can't believe it. Why do you come? Why? Marie-chan, listen. We don't know what memories have come back to you or how bad they are. But nothing good's gonna happen if you lock yourself away in here. We know we're being meddlesome, but we want to help you. Meddlesome. That's one word for it. You thought I was in danger, didn't you? That I might get killed by the shadows. It'd be better that way. This is a grave. My grave. I'm going to die. Wovon redest du? Das ist doch keine Pyramide, hä? Was? Sehr, sehr, sehr weit hergeholte Anspielung an Persona 5, tut mir leid. And we're here to stop you. Yeah, Senpai's right. We won't let that happen to you. Shut up! You don't know anything! Dann erklärst du uns doch, wenn wir so wenig wissen, hä? Huh? Was damit? Hätte nichts gegen. Emmy, Marie. Neither of those is my name. I remember. I remember everything. My real name is Kasumi no Okami. Das ist eine Persona, oder? Verzeiht sie mir fast, der Name. You guys fought Kunino Sagiri and Amino Sagiri, right? Okay, und damit hängst du zusammen. Ja, das könnte auch sein, ja. I'm the same as them. I'm your enemy. One of the ones who covered your town with fog. Marie-chan is our enemy? No way! You serious? Kunino Sagiri and Amino Sagiri were those... Fog Monster, das hat's doch gerade schon gesagt. Hallo? I remember them too. They're those guys that came out from Adachi Baby and that Namatame guy. Warum nennst du den Adachi Baby? Komm schon, bitte auf damit, Teddy. That's what you remember? That's right. Sneaking into the human world, sensing the will of man. My role was to inform the Sagiri what the wish of the people was. That's why I'm the only one of them that looks human. Even without my memory, my body fulfilled my role. In your words, I'm a spy. You were spying without knowing it? That's so cruel. Do you understand now? Plus, I'll tell you something good. If I don't die, then your world will disappear. So, don't come chasing. Na, wir finden da bestimmt irgendeine Lösung, also so wie ich Persona kenne jedenfalls. Oder nicht? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Jetzt wäre der Dungeon jetzt vorbei, das wäre irgendwie blöd, ne? Our world will disappear. Oder müssen wir am Ende echt noch gegen sie kämpfen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wo habe ich sie denn gedatet? Was soll das denn? What does she mean by that? We know that she's one of those monsters, like the ones that came from within Adachi-san and Namatame. She may have a valid reason for shutting herself. Aber aus wem kam sie heraus? Aus mir etwa? Ich meine, basically, ja, schon, oder? Now's not the time for deduction. She is trying to kill herself. We can't leave her like this. Aber vielleicht hast du ja einen guten Grund dafür, scheinbar. Also, gut, wir retten sie natürlich. Ja, 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 ist ja gut. Yes. Either way, we cannot leave her be. Let us hurry. Vielen Dank, Leute. Vielen Dank, dass ihr mir dabei helft. Auch wenn ich selbst so meine Zweifel an der ganzen Sache habe, langsam. Does she really want us to not come after her that much? Is that what she really thinks? Wie hat sie überhaupt... Das ist halt wieder hinter sich geschlossen. Das sind Seile. We've come this far, we're not going to let her have her way here, right, Senpai? Are you ready? When you cut this rope, you'll be attacked by shadows.
Nö, ja doch, okay, ich wollte ganz zurück auf die Leben gucken. Schauen wir mal, was haben wir hier? Neue Gegner immerhin? Nö. Ja, langsam wird's halt doch knapp hier mit den SP, wenn ich mich nicht mal mehr heilen kann, ha? Verdammt. Aber wir haben mittlerweile ein paar Sachen, die genau hier SP auffüllen. So, 50 sogar für alle habe ich hier, das will ich jetzt nicht nutzen gerade. Aber ich gebe mal ganz kurz dir ein paar SP. Da muss ich doch gleich einmal ganz kurz. Das Ding ist, die verschwinden ja eh wieder nach einem Kampf. Also es lohnt sich halt echt nicht. Die will ich mir dann für den Boss aufheben wahrscheinlich, oder? Oder nicht? Ach, was weiß ich denn? Mittlerweile setzt ein bisschen die Verzweiflung ein. Man merkt es vielleicht. Ja, das hebe ich mir auf. Das hebe ich mir auf für den Bosskampf auf jeden Fall. So lange soll es auch gar nicht mehr dauern. Ich meine, es steht unten nicht, auf welcher Etage wir sind. Aber es sollte nicht mehr so weit sein. Es sollte nicht mehr so hart viele Etagen sein. Wir sind auf jeden Fall schon in der zweiten Hälfte. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, gehen wir mal dahin. Da ist auch noch eine Truhe. Aber allgemein weiter weg einfach vom Eingang. Wäre so mein Plan. Juhu, ein Kampf. Oh. Okay. Nett. Die Darkness funktioniert schon mal nicht. Das ist gut zu wissen. Aber das hätte ich jetzt auch nicht versucht. Enraged. Oh, und wird reflektiert. Ja, ich versuch's gleich mit irgendwas. Ich meine, du hast dafür nichts, ne? Nö, ich glaube nicht. Ist das ein Miniboss? Ich meine, die Musik ist minibossig, oder? Ich weiß gar nicht, was die verschiedene Musik unbedingt bedeutet, aber. Was auch immer. Ich möchte dann unsere Verteidigung vielleicht erhöhen. Oder vielleicht auch unseren Schaden oder vielleicht auch irgendwas anderes. Gute Frage. So viele Möglichkeiten habe ich halt nicht mit den SP, die ich habe, aber. Ich glaube, das mache ich jetzt gerade mal einfach, damit Naoto sich vielleicht selbst umbringt. Bitte, noch nicht. Noch nicht, später vielleicht. Okay, probieren wir es mit Feuer. Alright. Blockst du? Nein, scheinbar nicht. Wer ist mit Wind? Ich habe auch nicht so viel den Spielraum, um eigentlich rumzuprobieren. Auch geblockt. Oh, nett. Also wir haben bisher... Physische Angriffe werden geblockt oder werden zurückgeworfen und der Rest wird geblockt. Also Elemente, die ich bis jetzt probiert habe. Das ist ja top. Oder war das Zufall? Okay, das war Zufall. Okay, es werden nicht alle physischen Angriffe zurückgeworfen. Gut, da war ich mir jetzt gar nicht sicher. Das hatte ich jetzt auch beim Polizisten schon ein bisschen. Da war ich ein bisschen verwirrt drüber. So, vielen Dank. Hast du das mit deinem Bauch gerade gemacht? Okay, ich frage gar nicht erst. Ja, hier, Bufu da. Kannst du dir ja noch leisten gerade. Schön. Auch geblockt. Okay, vielleicht blockt ihr einfach alle Elemente. Vielleicht ist es das. Oh, okay, wir kennen die Schwächen schon. Warte mal, haben wir Analyse freigeschaltet irgendwann? Kann das sein? Also, so richtig Analyse, weil das wüsste ich doch jetzt noch nicht alles. Aber gut. Okay, cool. Aber warte. Ich habe ja schon nicht Items durchgeguckt. Ich habe doch auch hier... Vielleicht ist das erste Mal, dass ich sowas hier nutze. Warte mal, habe ich sowas? Genau, hier Windbreaker und Icebreaker und alles. Okay, vielleicht sollte ich die jetzt mal nutzen. Ich weiß nicht, wie lange das hält, ne? Wie lange hält das? Wahrscheinlich für 3 Runden. Ich hoffe, für 3 Runden. Vielleicht bin ich aber... Gehe ich lieber auf Nummer sicher und... Was hat Naoto denn noch? Die hat gar keine Elemente, glaube ich, mehr. Also keine richtigen. Machen wir erstmal Lightning Breaker. Für mich gleich, weil ich kann Blitz, das weiß ich. Und zwar nicht hier, sondern bei dir. Tatsächlich. Das macht doch jetzt Schaden, ne? Das ist doch. So funktioniert das doch, dieser. So funktionieren diese Items doch. Wenn ich treffen würde. Oh Gott. Wow. Ich liebe es. Ich liebe mein Leben manchmal. Enervation habe ich bekommen, ne? Ja, großartig. Ich will nämlich eigentlich auch wirklich noch weniger SP haben, als ich eh schon habe. Ich will einfach gar keine SP mehr haben ab jetzt. Oh geil. Ja, dann nutzen wir einfach mal Firebreaker. Für. Yukiko gleich, wie ich es eigentlich geplant hatte, auch. Ich meine, wir können jetzt auch noch, also... Du hast jetzt kein SP mehr, nie wieder. Nie wieder genug SP für irgendwas hast du ab jetzt. Ist das großartig. Icebreaker, trotzdem einfach drauf, erstmal. So. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das hält so unbedingt. Ich meine, ja, machen wir lieber erstmal das. Wir wollen erstmal testen hier, ne? Okay, das macht dann nämlich auch Schaden, so viel Leben hatte dann gar nicht. Okay, gut, dass ich halt wirklich durch die Items durchgeguckt habe, die ich so habe, um einfach zu überprüfen, was
wir so machen könnten, theoretisch mit den Items, weil sonst wäre ich da jetzt gerade echt drauf gekommen, das habe ich ja noch nie genutzt, sowas, aber das ist hier, glaube ich, wirklich der Sinn der Sache. Ja. Und deswegen auch Glück, dass mir natürlich die... Oh, ja. Achso, das ist... Ich habe gar nicht Innervation, das ist Vergesslichkeit. Oh. Oh. Mm. Ja, deswegen auch irgendwie ein Glück im Unglück, dass ich natürlich alle Items weggenommen bekommen habe, weil sonst hätte ich nicht nochmal durch alle Items durchgeguckt, die ich habe. Das hängt alles ein bisschen zusammen, ne? Nett, nett Spiel, wirklich. Hast du dir gut ausgedacht. Falls du darüber wirklich nachgedacht hast, so wie ich da jetzt gerade darüber nachgedacht habe. Ja, ich bin ein bisschen am Arsch. Oder so, egal was ich jetzt tue. Ich kann natürlich Heatriser hier drauf packen, auch wenn du dich dann vielleicht selbst umbringst, aber du hast damit auch mehr Schaden. Und hast natürlich auch höhere Verteidigung. Okay, doch, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Wow, Yukiko Senpai ist scary, wenn sie mad. Okay, du setzt es auch wirklich ein. Das ist schön, das ist schön. So. Du haust drauf. Ja, 158 Schaden ist nicht schlecht dafür, dass du... Naja. Weiß ich auch nicht. Einfach nur drauf, obwohl du es gar nicht sollst eigentlich. Das habe ich vergessen. Das ist schade. Ja, aber die SP sind hier gerade echt nicht das Problem in dem Kampf irgendwie, ne? Die sind absolut nicht das Problem hier. Ich habe viele Probleme, aber nicht das. Ich kann natürlich Megidola nutzen, einfach. Ja. Du bist resistent gegen Megidola? Was? Das geht? Was? Okay. Man lernt nie aus. Man lernt ja nie aus, ne? Nee, tut man nicht. So. Wir haben es gleich. Irgendwann. Ja, aber das ist ein interessanter Kampf auf jeden Fall. Ist ein interessanter Kampf. Oh, ich glaube, die, Resistenzen sind zurück. Oder alle? Oder nur eine? Da bin ich mir jetzt halt nicht sicher. Das können alle sein. Kann das sein, dass das alles gleichzeitig passiert? Ich wünsche, ich könnte das irgendwie überprüfen, ne? Packen wir... Ja, S-Breaker will ich jetzt gerade nicht mehr verschwenden. Wir haben nur noch einen. Oh, wir haben auch gar keinen Firebreak mehr. Okay, ich sollte nicht so verschwenderisch umgehen damit. Vielleicht, weiß ich nicht. Wir nutzen die anderen jetzt halt physische Angriffe. Okay? So. Das jetzt gerade, wo ich es nicht mehr brauche. Wow. Jetzt habe ich mich gerade entschieden, dass ich einfach physisch draufhauen darf, bitte. Weil ich eh nichts Besseres tun kann mehr, außer mit, ja, Blitz jetzt. Ach, okay. Okay, was machst du noch? Irgendeinen coolen Buff oder so, bitte? Würde mich freuen. Okay, oder SP. Ach so, deswegen haben wir so viel SP. Ja, ja, gut, das ergibt Sinn. Danke, Risei. Oh. Okay, er nutzt auch Heatriser. Hm. Ja, vielleicht nutzt er jetzt auch Heatriser auf uns alle. Wie wär's damit, ha? Nein? Oh, und oh, noch mehr SP. Ich brauche wirklich gerade keine SP. Oh, Spirit Drain. Oh, gut, ich brauche SP. Danke. Danke dafür. Na gut, Megidola. Ist er nur resistent gegen? Er blockt es ja zumindest nicht. Und das ist ja das Relevante gerade für mich. Ja, heilen wir mal. Also vor allem wegen Naoto. Ich will jetzt hier kein Risiko eingehen unbedingt. Ich hoffe, ich komme jetzt noch irgendwie vernünftig dazu, es zu beenden hier. Ist halt wirklich kacke, dass ich jetzt... Oh Gott. Hör doch auf, Sachen zu machen. Einfach auf, Sachen zu machen, bitte. Vielleicht sollte ich auch mal seine Verteidigung einfach senken. Ich meine, ich kann das, ja? Oh, charge up. Oh, charge up und... Oh, eh. Oh, danke, Risei. Danke, danke, vielen Dank. Das will ich haben. Ist ein wahrer Segen. Jetzt gerade zumindest gewesen. Ich hätte auch jetzt mit einem Auto buffen können. Egal, ich debuff jetzt seine Verteidigung. Das ist das Wichtigste für mich jetzt gerade, wenn Teddy dran ist, genau. Decrease Defense. Ich habe ja Zeit. Also Blitz kann ich ja lange genug noch nutzen, so ist ja nicht. Nur halt sonst nichts. So. Gerne senke ich auch gleich noch weiter. Außer, wahrscheinlich ist jetzt die Resistenz auch wieder, ja, zurück. Genau, dachte ich mir. Dann jetzt einfach nur noch Rush. Mehr können wir eh nicht mehr machen. Spirit Drain ist okay, wir hauen drauf. Wir haben sonst nichts mehr. Und wir dürfen jetzt nur noch hoffen, dass wir treffen. Und das endlich zurückwirfen und so. Gut. Schön. Kann ich mir leben. Invitation Stone. Das klingt doch spannend. Schauen wir uns gleich mal an, auf jeden Fall. Sehr schön. War ein interessanter Kampf. War ein interessanter... Ich denke, das war ein Indie-Boss, oder? Also, es wurde jetzt nicht so wirklich angekündigt, aber es kam jetzt auch nicht wie ein normaler Kampf vor, irgendwie. Invitation Stone.
24 SP für jede Runde nehme ich doch gerne. Was, habe ich noch mehr davon? Oder das sah nur so aus, glaube ich, ne? Ich bin da ein bisschen verwirrt, genau, davon, wie das angezeigt wird. Da bin ich mal ein bisschen verwirrt von. So, da geht es schon mal nicht weiter. Da ist noch eine Truhe. Und ich meine, wenn hier der Miniboss war, wenn es ein Miniboss war, dann wird es wohl die richtige Richtung sein. Ja, hier ist das Ende. Oh, scheiß auf die Truhe. Ich bin gut ausgerüstet. Ich fühl mich gut ausgerüstet. Mittlerweile. Ja, sehr gut. I am the queen. This world belongs to me. I don't need anyone else. My world is already complete. I am the queen. This false world belongs to me, the lonely queen. No one knows the real me. Don't take away my cape, because underneath I am nothing. Don't chase after me. Please. Doch, da bin ich dabei. Ob du willst oder nicht. Rechan said that she needs to die and our worlds... Where a world will disappear, huh? Senpai, what would you do? Sorry, I shouldn't ask you that at a time like this. Doch, solltest du vielleicht. Wir sollten vielleicht nachdenken. Darüber, was wir tun. Und ob es wirklich sinnvoll ist, eine Person zu retten, die unsere Welt dann in den Untergang stürzt, egal ob sie will oder nicht. Fire Repel. Sehr schön. Das halt nehme ich auch gerne. Also ich habe mittlerweile schon mehrere Repel-Sachen gefunden, die halt wirklich dann die Sachen zurückwerfen. Das kann dann Teddy gerne haben, ne? Genau. Hier. Fire Repel. Joe. So heißt das doch bestimmt, ne? Genau. Das finde ich cool. Das finde ich sehr cool. Ich meine, Resistenz ist nett, aber zurückwerfen. Uiuiuiui. Das hat auf jeden Fall wesentlich mehr... Wesentlich ansprechender. So, ich renne einfach mittlerweile an allen Sachen vorbei. Ich meine, Erfahrungspunkte geben sie mir schon, klar, aber... Habe ich jetzt auch nicht so nötig, habe ich das Gefühl. Das sage ich jetzt so, ne? Und dann werde ich beim Bosskampf gleich verkacken. Ich werde mir den nicht so schwer machen. Also ich sage jetzt im Voraus schon. Aber wartet nicht, dass ich deinen Schwierigkeitsgrad sonderlich... Oh Gott, das war nicht, was ich wollte. Uff. Dass mir das sonderlich schwer macht, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Ja, das wollte ich gerade jedenfalls sagen. Da bin ich jetzt raus, das ist mir jetzt egal mittlerweile. Ich will jetzt einfach nur die Story sehen und mich nicht mehr weiter foltern hier mit Kämpfen, die dann ewig dauern und ich mehrmals versuchen muss. Wo gegen Sandfall, ich weiß das schon. Oh, Physical Attacks, wirklich? Okay, und du gegen... Licht. Oh, Licht habe ich auch. Okay. Fangen wir hiermit an. Du kannst gerne auch nochmal draufhauen. Also, ich meine, es macht nicht so viel Schaden, aber ich habe sonst nichts zu tun. So, aber dich würde ich gerne gleich angreifen mit Licht, wenn ich darf. In der Zeit greife ich dich weiter an. Wann bin ich denn endlich dran? Kommt schon. So, jetzt bitte Licht. Wo habe ich das? Hamaon habe ich hier. Darfst du haben, gerne. Gut, das war's dann mit dir. Hoffentlich auch gleich. Du bist auch keine Schwäche im physischen Angriff, oder? Da haben wir jetzt ein bisschen auf dich drauf. Irgendwie warte ich nie, dass Gegner gegen physische... Was, wirklich? Das hat so wenig gemacht, so wenig gebracht. Okay. Das ist eine Schwäche. Kann das nur so wenig Schaden machen alles? Na gut, dann machen wir einfach weiter damit wohl jetzt. Jetzt ist ja kein Problem mehr. Jetzt können wir es ja dauerhaft nutzen. Auch wenn es nichts bringt quasi. Also irgendwie bringt es ja fast mehr, wenn ich einfach nur drauf haue. Und dann gar nicht mir die doofe Animation dafür angucke extra, ne? Hab ich das Gefühl. Also kann ich jetzt zweimal hintereinander angreifen statt. So, jetzt mache ich das und cancel das. Genau. Ja, das funktioniert irgendwie besser als anderweitig. Geht schneller jedenfalls. Was? Oh, ja, es waren zwei Kämpfe. Mhm. Oh, wow, es ist derselbe Kampf. Nochmal. Geil. Das ist ja wundervoll. So, und jetzt Rush. Also ich glaube, dass die Gegner, die hier gegen Licht und Dunkelheit anfällig sind, wirklich immer davon getroffen werden, habe ich so langsam das Gefühl. Ja, ich hinterfrage auch ein bisschen meine Entscheidung, warum ich nicht einfach All of the Tech nutze. Aber es geht hier wirklich gerade einfach schneller, wenn ich es nicht tue. Natürlich hat er dann oft trotzdem öfter die Chance anzugreifen, weil ich dann jetzt nur jeweils nach dem ersten Mal trotzdem nur einen Angriff pro Zug bekomme, weil er dann ja schon am Boden liegt und das nicht zweimal zählt. Aber, das ist mir richtig egal. Es geht trotzdem schneller für mich einfach. Für mich als Mensch. Hau drauf. Schön. Das ging doch sehr gut. War doch sehr angenehm. So, was bekommen? Ich habe aber einen Sweet Bonus noch. Oh, vier mehr. Ja, das war's dann damit. Das, 9.
und Skill Level Up. Yes, please. Oh, jetzt krieg ich aber noch. Das will ich nicht haben. Kann ich irgendwie canceln? Ach, kacke. Gerade wo ich einen neuen Erfahrungspunkte-Bonus bekomme, den neunfachen, den wie auch immer es genau heißt. Akasha Arts, Change from Myriad Arrows. Guck ich mir gleich mal an. Also ich habe übrigens auch, das muss ich euch noch zeigen, ich habe ein anderes Upgrade bekommen, was richtig, richtig cool ist. It's level up time. So, Certain Escape. Cool, you will be able to successfully escape from almost all battles. Ja, also außer Bosskämpfe halt, denke ich mal. Das würde Sinn ergeben, wenn das damit gemeint ist. Das ist nämlich meistens damit gemeint. So, erstmal... Nein, falsch. Persona. Falsch, immer noch. So, hier. Deals heavy physical damage to all foes. Okay, das ist nicht schlecht. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber... Ja, auch nicht so nötig auf jeden Fall. Weil ich nutze ich eher weniger... Hier ist Severe Physical Damage, das würde ich gerne haben, das würde ich gerne haben. So, aber ich habe bekommen, das wurde auch geupgradet, Endure, oder wie das hieß, wurde upgraded zu Enduring Soul. Restores all HP upon Unconsciousness, once per battle. Ist großartig, also das war das, wo ich vorher halt mit einem Leben einmal pro Kampf überlebt habe. Und jetzt überlebe ich halt mit, naja, allen Leben. Was ein leichtes Upgrade ist, würde ich sagen, ist ein leichtes Upgrade auf jeden Fall. Ja doch. So, will ich mir die Truhe holen? Ist nur eine kleine, ja, dann lasse ich das mittlerweile sein. Ich bin jetzt hauptsächlich für die goldenen Truhen hier. Da sind die besseren Sachen drin, da sind die Rüstungsteile meistens drin und so. Kann klein, kann auch was Gutes drin sein, aber seltener, seltener. Do you not get it yet? This is the day the world changes. The unprepared will be left behind. I'm already ready. Wow, was für ein Satz. There's nothing I can do anymore. If you're scared, close your eyes. Shut that gibberish spouting mouth. I'm going to a world that you don't know. To a world where you can't go. Goodbye. Let's meet again. Nein, nein, du hast gerade gesagt, du gehst. Aber egal. I feel my rechance close. Semper, just a little more. Let's go. Okay, okay. Ja, könnte mittlerweile wirklich die letzte Etage sein hier. Also. Ziehen wir durch hier. Oh, was bist du denn für ein Vieh? Ui. Ui. Ja, bei dir könnte ich jetzt natürlich auch die Items nutzen, ne? Das tue ich dann vielleicht gleich. Wogegen bist du nochmal anfällig? Oh, gegen viele Sachen. Du bist gegen viele Sachen anfällig, aber der andere dafür gegen gar nichts, quasi. Wow, das ist ja ein Kontrast. Was war das nochmal? Ach, shields a party from all damage ones. Ach ja, kostet auch 160 SP. Oh shit, 160 SP. Das sind jetzt quasi gerade alle. Huiuiui, huiuiui. Ja, schauen wir mal, dass du gleich mal Schaden machen kannst. Du machst das gleich. Genau, ich hab einen guten Plan. Und zwar nutzt du jetzt. Ach, wir haben gar nicht mehr Firebreak, ne? Ja, da war was. Ich habe auch keinen guten Plan mehr. Ich nehme das alles zurück mit dem guten Plan. Dann halt Lightning Breaker. Gute Pläne sind auch zu viel verlangt, irgendwie, finde ich, ne? Aber er war auch nur stark dagegen. Er hat sie nicht geblockt, oder? Also kann ich vielleicht trotzdem das hier nutzen jetzt. Tue ich jetzt. Okay, hat nicht so viel gebracht, wie ich erwartet hätte, so ansatzweise. So gar nicht. Wow. Gut. Gut, dann jetzt bitte wechseln zu dir. Genau, du konntest Blitz. Ja, hätte ich anders machen können. Hätte ich Wind nutzen können, weil Wind habe ich als AOE. Also bin ich hätte ich. Oh, oh, es macht dann aber ordentlich Schaden direkt. Na gut. Oh, Magic Wall aber dafür. Geil. Megidola? Okay, dagegen ist er zumindest nicht resistent. Wie viel Schaden macht das? Ah, wirklich gar keinen quasi. Ja, dann. Ja. Breche ich mal die magische Wand hier. Ja, sie absorbiert es ja auch. Dann ist es gar nicht so schlimm. Und dann bist du jetzt nämlich auch weg wahrscheinlich. Na gut, jetzt zumindest. Gut, war weniger schlimm als erwartet. Also der eine sah wirklich gruselig aus, oder? Das geht ja nicht nur mir so. Wobei ich auch sagen muss natürlich, ich wäre da nicht drauf gekommen, wenn ich mich vorher diesen Miniboss gehabt hätte, wo ich drauf gekommen bin und so weiter und so fort. Also das hätte mich jetzt ein paar Zweifeln gebracht. Aber das sind schon Taktiken, die man nutzen kann, wenn man kein Vollidiot ist. Wie ich es manchmal halt bin. Manchmal, nicht immer. Manchmal. So, wir fangen hiermit an und werfen die Karte direkt wieder weg, denn die will ich nicht haben, logischerweise. Oh, das war wieder mal. Ich habe eine Karte weggeworfen, die ich gezogen habe. Nicht andersrum. Na gut. Soll mir recht sein.
Hätte ich also klüger angehen können, wenn ich mal mehr lesen würde, nicht wahr? Ja, ich sehe es ein, Leute. Ui. Ja, ich sortiere nach Level, ne? Wie immer. Außer, was bist du? Was kannst du? Ja, werfe dich natürlich raus. Tschüss mit dir. Was soll ich mit dir? Och Mann. Und Painstone. Wer will jetzt schon noch einen Painstone? Ich brauche keinen Painstone. Ich habe genug Schmerz in meinem Herzen. So wie Marie offensichtlich. Wenn man sich so mal so ihre Gedichte durchliest, ha? Ist doch wirklich schlimm. Sowas kann man doch nicht ernst nehmen, wenn man das liest, oder? Oder geht es um mehr so? Ach, Marie. Windbreaker. Ich hätte gerne Firebreaker übrigens. Find's trotzdem nett, dass ich zumindest diese ganzen Items hier bekomme, weil... sind doch schon nützlich. So, hier geht's weiter. Zum Ende vielleicht. Mal schauen. Ja. Ja, ja. We're here, Senpai. Marie-chan is up ahead. Und dann... würde ich damit sagen, wir haben Items zur SP regenerieren, vielleicht gehe ich nochmal zurück, kann zurückgehen, ne? Ja, ich kann zurückgehen und kann dann nochmal theoretisch gesehen ein paar SP regenerieren in einem Kampf, in dem ich ganz viel einfach blocke. Das werde ich wahrscheinlich tun. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann hier mit vollen SP, mit ein paar besseren Personas und stürzen uns in den großen Kampf. Mal sehen, was da so auf uns zukommt. Ich meine, die Umgebung hier sieht schon mal sehr, sehr interessant aus mit diesen komischen, ja, Gesichtern weiterhin. Hat auf jeden Fall, das hat auf jeden Fall was. Ja, bis dahin. Ciao.